Punkt 1 in die Beratung der heutigen Tagesordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 22. Juni diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: SPD-Parteikonvent billigt Kompromiss zur Vorratsdatenspeicherung, ein guter Tag für die innere Sicherheit Nordrhein-Westfalens, ein schlechter Tag für die rot-grüne Landesregierung. Diese Beantragung trägt die Drucksachennummer 9058. In Verbindung damit hat auch die Fraktion der Piraten mit Schreiben vom selben Tag, also vom 22. Juni diesen Jahres, ebenfalls gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Und die Piraten haben ihre Beantragung betitelt: Das Land Nordrhein-Westfalen muss Position gegen die geplante Vorratsdatenspeicherung beziehen. Diese Beantragung trägt die Drucksachennummer 9059. Und in Verbindung damit gibt es einen Eilantrag der Fraktion der Piraten mit der Drucksachennummer 9060. Der ebenfalls fristgerecht eingebracht wurde und dessen Titel lautet: Ein absehbares technisches, rechtliches und finanzielles Desaster. Vorhaben zur anlasslosen und massenhaften Vorratsdatenspeicherung unbedingt abbrechen. Diese drei Beantragungen, die alle genehmigt worden sind, die beiden aktuellen Stunden und der Eilantrag, stehen damit jetzt zur Debatte und ich eröffne die Aussprache. Und als erster Redner von Seiten der CDU-Fraktion hat Herr Kollege Theo Kruse das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren in Europa die Notwendigkeit der Neuausrichtung der Sicherheitsarchitektur. Auch Deutschland steht im Fokus des internationalen und islamistischen Terrorismus. Und obwohl wir wissen, dass terroristische Anschläge und andere schwere Straftaten in zunehmendem Maße unter Verwendung moderner Kommunikationsmittel geplant und organisiert werden, hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung bei der Debatte um die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, die von allen Kriminalisten gefordert wird, in den vergangenen Monaten einmal mehr als rot-grüne Chaos-Truppe präsentiert und ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Wir erinnern uns, verehrte Kolleginnen und Kollegen, als sich die SPD auf Bundesebene noch in der Opposition befand, verging kaum ein Monat, in dem der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger, der leider heute nicht dabei sein kann, es verging kaum ein Monat, in dem der Minister Ralf Jäger das Thema nicht für Anschuldigungen und/oder Pöbeleien in Richtung der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger instrumentalisierte. Die Weigerung von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder einzuführen, sei, so Ralf Jäger in der Bild-Zeitung vom 26. März 2012, Zitat Anfang, mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu erklären. Ihr Verhalten grenze, so Ralf Jäger, Focus.de vom 18.05.2013, ihr Verhalten grenze nahe an Strafvereitelung. Nachdem Herrn Jägers Parteigenosse Heiko Maas 2013 Bundesjustizminister wurde, fanden diese unsäglichen Beschimpfungen ein jähes Ende. Weil auch Herr Maas die Vorratsdatenspeicherung ablehnte, warfen die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen ihre bisherige Position kurzerhand über Bord. Auf ihrem letzten Landesparteitag in Köln fasste die NRW-SPD sogar einen Beschluss, in dem sie die Vorratsdatenspeicherung ausdrücklich ablehnte. In dem Parteitagsbeschluss vom 27. September 2014 heißt es wörtlich, ich zitiere aus zeitlichen Gründen nur das Ende des Beschlusses, aber hier wörtlich: Wir sprechen uns daher, Herr Kollege Körfges, wir sprechen, Sie wissen es, Sie waren dabei, wir sprechen uns daher eindeutig gegen eine Fortführung der politischen Bemühungen
zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten aus. Für die rot-grüne Landesregierung durfte sich mit Justizminister Kutschaty fortan nur noch ein erklärter Gegner der Vorratsdatenspeicherung zu diesem Thema äußern. Dieser erklärte am 30. Januar in diesem Jahr hier im Landtag, dass eine anlasslose und voraussetzungslose Speicherung von Telekommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger falsch sei. Innenminister Jäger war damals übrigens wie heute gar nicht anwesend. Er verließ bereits rechtzeitig vor Debattenbeginn gedemütigt diesen Plenarsaal. In der Rheinischen Post vom 14. März 2015 durfte Justizminister Kutschaty nachlegen, die Vorratsdatenspeicherung, so der Justizminister unseres Landes, die Vorratsdatenspeicherung ist ein Relikt aus der Steinzeit. So NRW-Justizminister. Nachdem sich SPD und CDU auf Bundesebene vor knapp 4 Wochen dann doch auf einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung geeinigt hatten, legte die SPD in Düsseldorf die nächste Kehrtwende ein. Im Namen der rot-grünen Landesregierung durfte nun wieder Innenminister Jäger zu diesem Thema sprechen und begrüßte den zwischen Bundesjustiz und Bundesinnenminister ausgehandelten Gesetzentwurf per Pressemitteilung vom 15. April 2014 als, Zitat Anfang, ausgewogenen Vorschlag für einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Sicherheitsinteressen des Einzelnen und datenschutzrechtlichen Vorgaben, Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese beispiellose Irrfahrt der Sozialdemokraten bei einem Kernthema der inneren Sicherheit, der inneren Ordnung zeigt, bei der NRW-SPD ist in Wirklichkeit auf gar nichts mehr Verlass. Und viele fragen sich, welche Position hat die rot-grüne Landesregierung bei diesem Thema Vorratsdatenspeicherung denn nun insgesamt? Ist es die Position von Justizminister Kutschaty, der sich mehrfach dagegen ausgesprochen hat und der wahrscheinlich heute dazu das Wort ergreifen wird? Oder ist es die Position von Innenminister Jäger, der ausdrücklich für die Vorratsdatenspeicherung eintritt? Oder ist es vielleicht doch die Position der Grünen, die die Vorratsdatenspeicherung nach wie vor kategorisch ablehnen? Und was sagt eigentlich unsere Ministerpräsidentin, die erfreulicherweise heute anwesend ist? Herzlich willkommen, Frau Ministerpräsidentin. Was sagt eigentlich unsere Ministerpräsidentin zu diesem Durcheinander, zu der nahezu zirkusreifen Darbietung? Frau Kraft, Sie haben sich bis heute nämlich nicht ein einziges Mal selbst zu dieser Frage geäußert, sondern Sie lassen die Dinge einfach treiben. Die einzige Mitteilung der Ministerpräsidenten zur Vorratsdatenspeicherung stammt vom letzten Samstag, vom 20. Juni, dort Online-Ausgabe der Berliner Morgenpost. Dort heißt es in der Berichterstattung zu dem Beschluss des SPD-Parteikonvents, ich darf zitieren: Mich ärgert, so Sie, Frau Ministerpräsidentin, mich ärgert, dass wir das Thema auf uns gezogen haben, sagt die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin. Wer trägt, Frau Ministerpräsidentin, wer trägt eigentlich die politische Verantwortung dafür, dass es in unserem Land unter Ihrer Regierung so weit gekommen ist? Wer ist eigentlich die Landesvorsitzende der SPD? Wer ist eigentlich die Ministerpräsidentin? Was sagen Sie zu den gegensätzlichen Äußerungen von Innen- und Justizminister der vergangenen Woche, wenn Sie sich allen Ernstes darüber beschweren, dass Ihre Partei dieses Thema inzwischen um die Ohren fliegt? Dann sollten Sie sich die Frage fallen lassen, wo ist Ihre persönliche Verantwortung? Die Redezeit ist überschritten. Ich darf zum Schluss sagen, wenn Sie sagen, Sie bedauern, dass Ihnen dieses Thema auf die Füße gefallen ist, dann macht dies deutlich, dass Sie weder Ihre Partei noch Ihr Kabinett mit den widersprüchlichen Aussagen im Griff haben. Ihr Auftreten in dieser Angelegenheit ist unverantwortlich und, was noch viel schlimmer ist, Frau Ministerpräsidentin, es ist beschämend für unser Bundesland. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kruse. Für die Piraten spricht Herr Kollege Schulz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim, Herr Kollege, Sie haben ja hier gerade schon ausgeführt, was so in der Landesregierung los ist. Gestern hat die, gestern hat die Frühjahrskonferenz der Innenminister und Innensenatoren begonnen. Am vergangenen Wochenende fand der kleine Parteikonvent der SPD statt. Und alle reden nur über eins, die Vorratsdatenspeicherung. Herr Kollege Kruse, ich habe von Ihnen kein einziges Wort zur Vorratsdatenspeicherungsfrage gehört. Das finde ich skandalös. Vorratsdatenspeicherung soll jetzt Mindestspeicherfrist bzw. Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten heißen. Aber selbst da ist sich die Große Koalition in Berlin nicht mal einig. Einig scheint sich die Große Koalition jedoch im Hinblick auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu sein, ein Paragraphenmonster, wenn man es sich anschaut, das selbst oder gerade mir als Volljuristen die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Und ich muss Ihnen eins sagen, vergleicht man es mit manchen Steuergesetzen, bleibt das dabei. Frau Ministerpräsidentin Kraft, ich habe mal eine Frage an Sie persönlich. Und Herr Kollege Kruse hat auch in der Tat zu Recht festgestellt, dass Sie bis heute in dieser Diskussion sich nicht einmal zur Sache inhaltlich geäußert haben. An Sie eine Frage als Regierungschefin, und Sie haben angesichts des heute sicherlich entschuldigten Fernbleibens Ihres Innenministers die Chance, hier und heute sich einmal zu erklären zur Frage der Vorratsdatenspeicherung. Haben Sie sich im Rahmen dieses Konvents geäußert, wie schlecht Sie es finden, dass Ihr Parteichef die VDS, also Vorratsdatenspeicherung, zur Chefsache erklärt hat? Dazu haben Sie die Möglichkeit, sich zu positionieren. Haben Sie in einem Debattenbeitrag eventuell im Rahmen des Konvents auch das Schreckensszenario aufgemacht eines ermordeten Kindes und dass Sie dann den Eltern erklären müssten, für den Fall, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht kommt, warum man nicht für die Vorratsdatenspeicherung sei? Wären Sie darüber hinaus hier und heute bereit anzuerkennen, dass schwere Gewaltverbrechen wie Mord oder so schlimme Verbrechen wie sexueller Missbrauch weiterhin begangen werden, dass sich Terrorgefahr nicht vermindert und sich auch durch die Vorratsdatenspeicherung daran nichts ändern wird? Das ist schlimm genug, aber die Vorratsdatenspeicherung verhindert keine einzige Straftat. Sind Sie bereit, anzuerkennen, dass gerade beim Mord die Aufklärungsrate oder auch bei anderen schweren Gewaltverbrechen die Aufklärungsrate durch unsere gute Polizeiarbeit bei nahezu 100% liegt und das auch ohne Vorratsdatenspeicherung, die 2010 im März gekippt worden ist? Wieso in aller Welt haben Sie dieses Schreckensszenario auf dem Parteikonvent benutzt, um die Delegierten zu beeinflussen, wie man es überliefert bekommen hat, wie dieses auch durch Ihren Parteichef geschehen sein soll? Wir können Herrn Innenminister Jäger leider nicht persönlich fragen, aber vielleicht beantworten auch Sie diese Frage, ob er tatsächlich angedeutet hat, dass die Nichtspeicherung das Grundrecht der Opfer auf körperliche Unversehrtheit beschneiden würde. Ich wäre angesichts dieser Gerüchte, die durch die parteipolitische Szene wabern, erschüttert über das Rechtsverständnis und Ihre Interpretation unserer Verfassung. Selbst die von der CDU zweckentsprechend bestellte Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Andrea Vosshoff, muss klar und eindeutig feststellen, dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht mit unserer Verfassung vereinbar ist. Diese Auffassung vertreten auch wir als Piraten in diesem Hause. Es gruselt einen noch mehr, wenn man aktuell den Bundesinnenminister Thomas de Maizière dazu hört, sprechen hört, der bemüht nicht mal mehr das Szenario von Toten oder irgendwelcher missbrauchter Kinder, sondern rückt mit seiner eigentlichen Intention heraus, indem er nämlich sagt, und so wird er zitiert, de Maizière will mit der Datenüberwachung Einbrecher fangen. Kein Wort mehr von schwersten Verbrechen wie Mord oder Totschlag. Und das Gesetz ist noch nicht einmal durch den Bundestag. Wie Herr Minister Kutschaty denkt,
haben wir in seiner letzten Rede hier in diesem Hohen Hause zum Thema hören dürfen. Er ist gegen die Vorratsdatenspeicherung und ich bin gespannt, welchen Spagat er angesichts der überwiegenden Zahl der Vertreter einer Vorratsdatenspeicherung in diesem Hause nach dem Parteikonvent, nach dem Abstimmungsergebnis dort heute hier im Hause verhält. Damit die CDU hier allerdings nicht zu kurz kommt, will ich in diese Richtung mal nachfragen, wie ich das zu verstehen habe. Wenn das Mitglied des Bundestags Thomas Jatzombek zur Vorratsdatenspeicherung im Bundestag feststellt, wir müssen jetzt herausfinden, was genau wann gespeichert wird und wer auf die Daten der Abgeordnetenbüros Zugriff hat. Der Unionsmann spricht von einem Vertrauensproblem im Umgang mit Daten und digitalen Informationen im Bundestag. Und sein weiteres Zitat eröffnet die wahre Dimension der Problematik unbegrenzter Überwachung durch Vorratsdatenspeicherung. Wenn man sich, zitiere, wenn man sich vorstellt, dass wir einmal in weniger demokratischen Zeiten leben könnten, sind die Abgeordneten wie ein offenes Buch, sagt er. Und betroffen sind davon natürlich nicht nur Abgeordnete, sondern auch Seelsorger, Rechtsanwälte, Journalisten, Ärzte und, und. Demokratie braucht Privatsphäre und nur die Aussicht darauf, dass bald Vorratsdaten gespeichert werden sollen, bewirkt schon die Änderung des Verhaltens eines jeden Menschen in diesem unseren Lande, in Europa und dieser Welt. Dieses gilt es zu verhindern. Deshalb gilt es auch zu verhindern, dass wir die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt hier in diesem Gesetz, welches allen bekannt sein dürfte, vorliegt, verabschiedet wird. Ein solch nutzloses und obendrein auch noch hochgefährliches Gesetz für die Demokratie, überhaupt auf diesem Konvent, von dem heute schon die Rede ist, durchzusetzen, da mussten wohl die Daumenschrauben angelegt werden. Ich erwähnte es, dass Delegierte unter Druck gesetzt worden sein sollen. So liest man es in Zeitungen quer durch die Republik, Frau Kraft. Jede Relativierung dahingehend, dass Vorratsdatenspeicherung keine Überwachungsmaßnahme sei, und dazu werden im Angesicht der grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte im Spannungsverhältnis zu den Schranken jener Grundrechte unzählige populistisch niederträchtige Vergleichsfälle kreiert, ist abzulehnen. Die auch vom aktuellen Gesetzentwurf aufgeworfene anlasslose Speicherung ist ein weiterer Schritt in Richtung schrankenloser Telekommunikationsüberwachung und stellt die Bevölkerung unter Generalverdacht. Lehnen Sie gemeinsam mit allen Demokraten in diesem Lande und auch in der Bundesrepublik die Vorratsdatenspeicherung ab. Machen Sie jetzt und hier und heute einen Schritt in die richtige Richtung. Totalüberwachung kann nur Feind der Demokratie sein. Das wollen alle in diesem Hause hoffentlich nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Ich würde gerne dem kompletten Parlament mitteilen, dass Herr Minister Jäger, und das wissen die parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer seit letzter Woche alle und damit die Fraktionen, würde ich gerne mitteilen dem Parlament in Toto, dass Herr Minister Jäger auf der bereits zitierten Innenministerkonferenz sich befindet und das Land Nordrhein-Westfalen vertritt, damit da keine Missverständnisse entstehen. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion Herr Kollege Römer. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CDU hat sich ja für diese Aktuelle Stunde ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Nichts scheint mir, ist der CDU in diesen Tagen wichtiger als der Konvent der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Sie feiert den Konvent vom vergangenen Samstag als guten Tag für Nordrhein-Westfalen. Ja, jetzt weiß auch die CDU, auf welchen Parteitagen sich gesellschaftlich relevanten, auf welchen Parteitagen gesellschaftlich relevanten Debatten geführt werden, wo die relevanten Beschlüsse für die Zukunft unseres Landes gefasst werden, auf Parteitagen der SPD, meine Damen und Herren. Herr Kruse, auf die Idee, CDU-Parteitage zum Gegenstand von Parlamentsdebatten zu machen, ist schon seit Jahren niemand mehr gekommen, nicht mal die CDU selbst. Ja, klar, das hat Gründe.
Programmatisch und intellektuell sind Ihre Parteiversammlungen wie Ihr Debattenbeitrag, Herr Kruse, gekippte Gewässer, klinisch rein, durchsichtig und tot. Tot. Ja, meine Damen und Herren, durchsichtig ist auch Ihre Begründung für diese Aktuelle Stunde. Wenn Sie wirklich glauben, Sie könnten mit Ihrem Auftritt demoskopische Punkte sammeln, dann sind die Schlagzeilen, die Sie in den letzten Wochen in großer Zahl produziert haben, bei weitem nicht Ihr größtes Problem, meine Damen und Herren. Ja, gibt das gerne zu. Gibt zwischen den Partnern unserer Koalition unterschiedliche Auffassungen zur Vorratsdatenspeicherung. Und nicht nur das, es gibt sie auch in der SPD und es gibt sie auch in meiner Fraktion. Und der Grund für diese unterschiedlichen Auffassungen ist der uns einende Wert der Freiheit. Uns eint zudem die Überzeugung, dass unser aller Freiheit vor zwei Bedrohungen geschützt werden muss. Erstens vor einer unkontrollierten staatlichen Macht, die ihr Gewaltmonopol zur Überwachung und Nötigung seiner Bürgerinnen und Bürger missbraucht. Und zweitens vor verbrecherischen Kräften, die das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum der Menschen bedrohen. Die Mehrheit in der SPD, meine Damen und Herren, hat sich dafür entschieden, ja, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Wir glauben, dass das Missbrauchspotenzial einer streng regulierten Vorratsdatenspeicherung gering genug und ihr möglicher Nutzen zur Abwehr der zweiten Bedrohung groß genug ist, um dieses Instrument zuzulassen. Und nichtsdestotrotz kennen wir unsere Verantwortung für einen Staat, meine Damen und Herren, dessen erste und wichtigste Aufgabe es ist, allen Bürgerinnen und Bürgern zu allen Zeiten ein Höchstmaß an Freiheit zu garantieren. Das unterscheidet uns elementar von Ihrer Vorstellung von einem Staat, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir Respekt gegenüber allen, die aus dem gleichen Verantwortungsbewusstsein, aus der gleichen Sorge um diesen demokratischen Rechtsstaat ihre Vorbehalte gegen die Vorratsdatenspeicherung nicht überwinden können. Und ich bin den Kritikern der Vorratsdatenspeicherung sogar dankbar, denn die intensive Diskussion, die wir in der SPD über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit im digitalen Zeitalter geführt haben, hat das Gesetz insgesamt verbessert. Wir konnten verhindern, dass aus den Überwachungsfantasien der Konservativen verfassungswidrige Realität wird, meine Damen und Herren. Das haben wir verhindert, mit allen Kräften, die uns zur Verfügung stehen. Ja, nehmen das noch mal auf. Daran haben vor allem auch die Kritiker, auch in unseren Reihen, einen großen Anteil. Und den Kolleginnen und Kollegen, Herr Kruse, Ihnen besonders, muss ich allerdings sagen, wer in einer Triumphalmelodie den Eingriff in ein Grundrecht feiert, dem mangelt es an der notwendigen Reife und Verantwortung für die Entscheidungen, die er zu treffen hat, meine Damen und Herren. Der Eingriff in ein Grundrecht, und das ist die Vorratsdatenspeicherung, kann keine Notwendigkeit sein. Aber ein solcher Eingriff kann in einem demokratischen Rechtsstaat niemals Grund zum Jubeln sein, Herr Kollege Kruse. Auch das müssten Sie zur Kenntnis nehmen. Und in der Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung und andere Eingriffe in Grundrechte wird ja oft behauptet, Freiheit und Sicherheit seien zwei gleichwertige Grundwerte, die stets von Neuem gegeneinander abgewogen werden müssen. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Es stimmt zwar, Menschen sind nicht frei, wenn sie Angst um ihr Leben, ihr Eigentum oder die Unversehrtheit ihrer Kinder haben müssen. Und es stimmt auch, dass der Staat die Freiheit der Menschen schützt, wenn er sie vor Verbrechen beschützt. Diesen Schutz muss er im Übrigen auch in der virtuellen Welt des Internets, der digitalen Kommunikation bieten. Und dennoch, Freiheit und Sicherheit sind keine gleichwertigen Güter. Sicherheit, meine Damen und Herren, ist ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck, der höchste Zweck des demokratischen Rechtsstaats, ist die größtmögliche Freiheit aller. Sicherheit hat also der Freiheit zu dienen, meine Damen und Herren. Sie steht im Dienste der Freiheit. Auch das unterscheidet uns ganz offensichtlich, meine Damen und Herren, von der CDU. Und aus diesem Grund ist ein Eingriff in individuelle Freiheitsrechte auch nur dann gerechtfertigt, wenn durch diesen Eingriff der Freiheit aller besser gedient ist, als es ohne der Fall wäre.
Und das ist ein sehr strenges Kriterium. Ich weiß das. Die Vorratsdatenspeicherung kann doch nur dann gerechtfertigt werden, wenn sie so strengen Regeln unterworfen wird, dass sie diesem Kriterium genügt. Und die Regeln, die wir durchgesetzt haben, die Bundesjustizminister Heiko Maas nun vorschlägt, die sind so streng, dass wir sie verantworten können, meine Damen und Herren. Und strenger können sie auch gar nicht sein. Soll die Vorratsdatenspeicherung zur Verbrechensbekämpfung noch nutzbar sein? Die Kritiker der Vorratsdatenspeicherung wenden nun ein, dass sie dazu ja gar nicht taucht. Weder verhindere sie Verbrechen, noch sei sie zur Aufklärung von Verbrechen notwendig. Und das ist ein Argument von erheblichem Gewicht. Wenn dem wirklich so wäre, dann entfiele tatsächlich die Rechtfertigung für diesen Grundrechtseingriff. Die Mehrheit meiner Partei ist aber davon überzeugt, ich auch, dass die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich ein effektives Instrument zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger ist. Wahr ist aber auch, dass wir nicht genau wissen, meine Damen und Herren, ob und wie Vorratsdatenspeicherung wirkt. Und aus diesem Grund hat die SPD eine Evaluation bis 2018 durchgesetzt. Wenn sich die Vorratsdatenspeicherung bewährt, meine Damen und Herren, wird sie bleiben. Wenn nicht, dann gehört sie wieder abgeschafft. Und wenn ich jetzt in die Reihen meiner Fraktion gucke, meine Damen und Herren, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass es auch und gerade Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sein werden, die die Wirkungen dieses Gesetzes sehr genau und sehr kritisch überprüfen. Und deshalb, meine Damen und Herren von der Piratenfraktion, ist ja Ihr Antrag erkennbar darauf gerichtet, ein Problem zu markieren, aber kein Problem zu lösen. Und vor diesem Hintergrund muss ich Ihnen sagen, Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir Ihrem Antrag nicht zustimmen können. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Römer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lürbke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Römer. Das war ja hochspannend. Das war ein ziemlicher Eiertanz, den Sie hier gerade geboten haben. Ein absolut beherztes sowohl als auch sich hier hinzustellen und zu sagen, Sie garantieren ein Höchstmaß an Freiheit, zu sagen, die Freiheit ist der höchste Zweck des Staates. Und ich will da vielleicht mal weiterhelfen. Wir Freien Demokraten helfen ja gerne, eine unverhältnismäßige, anlasslose Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das ist Gift für die Freiheit. So sieht es aus. Und das anlasslose Sammeln und Speichern von Daten unbescholtener Bürger, das ist Gift für die Freiheit. Und dennoch meinen SPD und CDU im Bund und heute ja auch die nordrhein-westfälische CDU. Und Sie schreiben das ja sogar in der Überschrift in Ihrem Antrag zu der Aktuellen Stunde, dass die Zustimmung des SPD-Parteikonvents zum Kompromiss bei der Vorratsdatenspeicherung sei ein guter Tag für die innere Sicherheit Nordrhein-Westfalens. Also, meine Damen und Herren, es ist doch ein Grundprinzip des modernen Rechtsstaats, dass die Daten der Bürger in diesem Land nicht präventiv, nicht ohne Anlass erfasst werden. Und eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, die bricht mit diesem Prinzip. Richtig frei wäre dann keiner mehr. Und deswegen sagen wir Freien Demokraten ganz klar, das war kein guter Tag für Nordrhein-Westfalen, sondern das war ein schlechter Tag für Nordrhein-Westfalen. Das war ein schlechter Tag für die Freiheit und ein schlechter Tag für die Bürgerrechte, für die Menschen in diesem Land. So, jetzt wissen wir, was die CDU darüber denkt. Herr Römer, wir haben Sie auch gerade gehört, aber die spannende Frage steht ja noch im Raum. Was denkt denn nun eigentlich die Landesregierung? Ich würde gerne auch Herrn Minister Jäger fragen, aber Herr Kutschaty, wir freuen uns schon. Das wird sicher auch sehr, sehr spannend. Aber ich frage Sie, ist das ein guter Tag für die Bürger in Nordrhein-Westfalen, wenn ein augenscheinlich verfassungswidriges Gesetz durchgeboxt werden soll? Wenn durch die Vorratsdatenspeicherung hier in diesem Land fast 18 Millionen NRW-Bürger an die elektronische Hundeleine, an die digitale Fußfessel des Staates gelegt werden sollen. Und ich frage Sie, ist das ein guter Tag für die Regierungsfähigkeit einer Partei?
oder beziehungsweise ein guter Tag für Deutschland, wenn die Regierungsfähigkeit einer Partei gefährdet sein soll. Denn so hat sich ja die SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi ausgedrückt, wenn sich der Parteikonvent nicht für die Vorratsdatenspeicherung ausspricht. Also ich kann nur sagen, etwas Ähnliches hat die CSU beim Mautgesetz ja auch schon mal versucht und dann peinlich, also wirklich peinlich den Entwurf auf Eis gelegt, aus Gründen, die vorher absehbar waren. Also SPD und CSU, es tut mir leid, die Ähnlichkeiten werden immer erschreckender, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie, ist das ein guter Tag für die Demokratie? Guter Tag für die Demokratie, wenn SPD-Chef Sigmar Gabriel die Delegierten in einer so sensiblen Sachfrage mit angedrohtem Rücktritt erpresst, vor dem Hintergrund, dass selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages die Verfassungskonformität des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Vorratsdatenspeicherung bezweifelt und 11 von 16 SPD-Landesverbänden sich zuvor in Beschlüssen gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hatten? Also, meine Damen und Herren, es war NRW-Innenminister Ralf Jäger, der eine integre, liberale Bundesjustizministerin übelst, und zwar wirklich auf übelste Art und Weise, populistisch aufgrund ihrer ablehnenden Haltung zur Vorratsdatenspeicherung anging, mit den Worten, ihr Verhalten sei ja mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu erklären und sie agiere nahe an der Strafvereitlung. Das waren die Worte von Minister Jäger. Aber wenigstens hatten wir zu der Zeit ja noch aufrechte SPD-Justizminister, die in Land und Bund dagegen hielten. Aber sie hielten dagegen, also Präteritum, auch das ist Geschichte, denn dann wurde ja Bundesjustizminister Maas, so ist mein Eindruck, fast wie ein Schuljunge zum Umfallen bewegt. Ansonsten wäre er ja vielleicht auch von Gabriel aus dem Amt gejagt worden. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, es gab mal Politiker, die sind für ihre Überzeugung eingestanden und nicht beim ersten Gegenwind von oben umgefallen und die sind gar von ihrem Amt zurückgetreten, weil sie das nicht mittragen wollten, weil sie sich nicht dazu zwingen lassen wollten. 40% der SPD-Mitglieder, 11 von 16 Landesverbänden, vermutlich wären es ja noch mehr gewesen, aber die Drohung des SPD-Chefs haben wir offenbar gefruchtet, die eigene Überzeugung aufzugeben. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen müsste man eigentlich Minister Jäger auch mal fragen, ob das in seinen Augen alles Leute sind, die nah an der Strafvereitlung agieren. Sie ist heute nicht da, wir haben die Gründe vernommen. Aber Frau Ministerpräsidentin, dann frage ich Sie, haben Sie denn in Ihrem Kabinett einen Justizminister, der nah an der Strafvereitlung agiert, weil er gegen die Vorratsdatenspeicherung ist? Das ist ja dann im Umkehrschluss die Frage. Das ist doch ein Trauerspiel. Leider sind die Aufrechten, die Anständigen in der SPD bei dieser Frage verstummt. Trauen Sie sich doch. Wir würden Sie doch auch unterstützen. Und auf ein Machtwort im Bundesrat, oder klar eine Klage der NRW-Landesregierung, da können wir auch nicht mehr hoffen. Das ist ein Armutszeugnis. Und ich will das noch mal klar sagen. Wir Freien Demokraten, wir stehen eng an der Seite der Polizei, wenn es um innere Sicherheit, um Personal, um gute Sachausstattung, moderne Fahndungsmethoden geht. Aber der Zweck, er darf nicht alle Mittel heiligen. Es muss auch um Verhältnismäßigkeit gehen, um Maß, um Mitte, um Wahrung der Verfassung und Grundrechte der anlasslos Betroffenen. Und wir haben hier doch klare verfassungsrechtliche Vorgaben. Und dafür stehen wir als Freie Demokraten auch weiterhin konsequent und entschieden weiter ein, auch wenn sich SPD und CDU anscheinend davon verabschiedet haben, meine Damen und Herren. Die Vorratsdatenspeicherung soll ja sogar nun eine Kernfrage der inneren Sicherheit sein. So steht es im Antrag der CDU. Wir brauchen doch für mehr Sicherheit keine unverhältnismäßige technische Überwachung, sondern wir brauchen personalstarke Sicherheitsbehörden. Wir haben das so oft betont. Die Vorratsdatenspeicherung, sie hilft nicht bei der Verbrechensprävention, sondern dazu brauchen wir auch Polizeipräsenz. Und da drückt doch der Schuh. Schauen Sie in den Bericht der Expertenkommission, da können Sie es lesen, schwarz auf weiß, nur 25% der Arbeitsfähigkeit der Polizei in Nordrhein-Westfalen stehen gar nicht zur Verfügung. Das heißt, jeder vierte Polizeibeamte in diesem Land existiert faktisch nur auf dem Papier, aber nicht für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und da drückt doch der Schuh. Und das ist die Kernfrage der inneren Sicherheit. Und da müssen Sie ran. Und auch dabei werden wir Sie gerne unterstützen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss.
Die Vorratsdatenspeicherung, sie bleibt nur Ausdruck ihrer eigenen Hilflosigkeit. Sie ist Gift für die Freiheit und sie offenbart ihr tiefes Misstrauen gegenüber allen Bürgern dieses Landes. Ich erinnere mich gut, abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Heißt im Umkehrschluss, offenbar sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht mehr ihre Freunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lübcke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kollege Kruse, ich habe Ihren Antrag für die Aktuelle Stunde doch mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis genommen. Wir haben daraus erkannt, Sie finden die Vorratsdatenspeicherung gut, Sie können Zeitungen lesen und Sie können ein paar Zitate aus den letzten Jahren zusammenstellen. Das ist eine beachtliche Leistung und diese beachtliche Leistung mündet ja gleichwohl nicht in eine brauchbare inhaltliche Position. Nach zwei eindeutigen höchstrichterlichen Urteilen, deren Hürden der vorliegende Gesetzentwurf absehbar reißen wird, sind solche Jubelarien, wie wir das heute von der CDU gehört haben, mit Sicherheit nicht angebracht. Es ist auch nicht angebracht, lieber Kollege Lübcke, sich auf ein derart hohes Ross zu setzen, wie Sie das heute getan haben. Guten Tag, Herr Kollege Lübcke, guten Morgen. Sich auf ein so hohes Ross zu setzen, wie Sie das heute Morgen getan haben, wenn man in Regierungsverantwortung in diesem Land, in Nordrhein-Westfalen, für die Online-Durchsuchung verantwortlich war, die Sie krachend vor dem Bundesverfassungsgericht verloren haben, und das zu Recht. Und lieber Kollege Kruse, genauso wenig ist es angebracht, sich hier an dieser Stelle über etwas zu wundern, was in einer Demokratie selbstverständlich ist. Dass Vertreter unterschiedlicher Parteien in einer Sachfrage unterschiedliche Auffassungen vertreten, ist in einer Demokratie nichts Ungewöhnliches. Dass wir mit dieser unterschiedlichen Auffassung an dieser Stelle, hier in diesem Haus, dass über den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung auch überhaupt nicht unmittelbar zu entscheiden hat, dass wir darüber auch immer offen gesagt haben, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben, das überrascht Sie mit Sicherheit doch am heutigen Morgen auch nicht mehr. Zur Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine politische Binsenweisheit. Man muss Politik vom Ende her denken, man muss die Dinge vom Ende her denken. Und wenn ich mir anschaue, gerade vor dem Hintergrund der Jubelarie des Kollegen Kruse heute Morgen, was die CDU da für einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, frage ich mich doch, von welchem Ende haben Sie da gedacht? Haben Sie von dem Ende her gedacht, dass der Gesetzentwurf der Großen Koalition in Berlin nehmen wird, falls er eines Tages tatsächlich im Bundesgesetzblatt stehen sollte? Das Ende ist doch klar. Das ist entweder das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof. Diese beiden Höchstinstanzen haben die Versuche zur Vorratsdatenspeicherung jeweils schon abgeräumt. Das Bundesverfassungsgericht, die deutsche Regelung, der EuGH, die ihr zugrunde liegende Richtlinie. Und ich bin mir bei einem Blick auf den Gesetzentwurf der Großen Koalition sicher, sie werden es noch einmal tun. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit denkbar hoch. Und gerade weil diese beiden Gerichte die Vorratsdatenspeicherung nicht per se verworfen haben, aber die Hürden doch in einem Maß angelegt haben, im Sinne des Grundrechtsschutzes angelegt haben, da ist der europäische Gesetzgeber doch tatsächlich schlauer als die Bundesregierung, weil er auf einen neuen Anlauf verzichtet hat. Meine Damen und Herren, an einer Stelle hatte Herr Kollege Kruse tatsächlich recht. Die Grünen lehnen, und das ist keine Neuigkeit, die Grünen lehnen die Vorratsdatenspeicherung ab. Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, sie widerspricht nicht nur einem der zentralen Grundrechte, nämlich dem Grundrecht auf Datenschutz und auf informationelle Selbstbestimmung. Sie bedroht die Meinungsfreiheit, sie bedroht die Pressefreiheit. Sie ist eine unverhältnismäßige Einschränkung der Kommunikationsgrundrechte. Sie stellt Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht, und der Generalverdacht ist in der Tat Gift für das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat. Und alles das wird ja noch getoppt, wenn, das hat der Kollege Schulz eben angesprochen, richtigerweise, das alles wird ja noch getoppt, wenn der Bundesinnenminister jetzt in diesen Tagen schon
Der Gesetzentwurf ist noch nicht mal durch den Bundestag. Der Gesetzentwurf, die Tinte des Bundespräsidenten darunter ist noch nicht trocken, weil es eben noch keinen Gesetzentwurf gibt. Wenn der Bundesinnenminister jetzt schon darüber schwadroniert, was man mit diesen Vorratsdaten noch alles so machen könnte, denn die Vorratsdaten, die sind ja schon da. Ne? Die sind ja sowieso da. Was kann man denn da noch alles für ein paar Straftatbestände drunter packen? Das ist doch ein Hohn gegenüber allen Beteuerungen, dass es eben enge Grenzen und knappe Speicherfristen geben soll. Und meine Damen und Herren, die Vorratsdatenspeicherung spricht auch den Erfahrungen hohn, die wir mit den Snowden-Enthüllungen machen mussten. Wie wollen Sie eigentlich, frage ich die großen Befürworter hier in diesem Haus, wie wollen Sie eigentlich die Sicherheit der Datenmassen garantieren, die da auf Vorrat gespeichert werden sollen? Massenspeicherung schafft doch ein erstrangiges Angriffsziel für Geheimdienste, für sonstige illegale Aktivitäten. Und besonders wild wird es dann tatsächlich noch bei den Berufsgeheimnisträgern. Das ist ja einer der zentralen Punkte, über die wir debattieren. Wie soll der Schutz von Berufsgeheimnisträgern garantiert werden? Deren Daten sollen gespeichert werden, aber sie dürfen nicht abgerufen werden. Und abgesehen davon, dass dies eine der verfassungsrechtlichen Achillesfersen des Entwurfs der Bundesregierung ist, illustriert diese Regelung einfach auch den Irrsinn des Vorhabens. In der Logik der Bundesregierung muss man die Daten von Berufsgeheimnisträgern nämlich speichern, also einen grundrechtswidrigen Verstoß gegen den Datenschutz ins Gesetz schreiben, damit man nicht gegen den Datenschutz verstößt. Das ist so gnadenlos absurd, dass selbst wenn man, so wie die CDU, das mit den Grundrechten nicht so wichtig findet, tatsächlich körperliche Schmerzen empfinden müsste, wenn man einen solchen Gesetzentwurf liest. Das Ganze zeigt, der vorliegende Gesetzentwurf ist eben nicht, wie das in der Debatte gerne diskutiert wird. Aus unserer Sicht ist er kein gelungener Kompromiss. Er ist das systematische Ausreizen aller Korridore, die das Bundesverfassungsgericht und der EuGH noch gelassen haben. Und um diese Korridore auszureizen, nimmt die Große Koalition dann auch zum Teil in Kauf, darüber hinauszugehen. Und das alles zeigt mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur der Antrag, den die CDU-Fraktion hier heute vorgelegt hat, ist nicht zu Ende gedacht. Das ganze Vorhaben der Vorratsdatenspeicherung ist nicht zu Ende gedacht. Und das ist am Ende doch völlig klar, wie das ausgehen wird. Es wird Ihnen auf Ihre eigenen Füße fallen. Und dann werden wir tatsächlich noch mal darüber reden müssen, wer heute gejubelt hat. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die Landesregierung spricht in Vertretung von Herrn Minister Jäger jetzt Herr Minister Kutschaty. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bundesregierung hat nach einem wirklich sehr zähen Ringen nunmehr einen Gesetzentwurf zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung vorgelegt. Und dieser Gesetzentwurf wird etwa in gleichen Teilen nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in der Bevölkerung kritisiert wie gelobt. Der einen Seite geht er nicht weit genug, der anderen Seite geht er zu weit. Worum geht es denn eigentlich bei diesem Gesetzentwurf? Es geht, meine Damen und Herren, um das Finden einer zutreffenden, richtigen Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Und Freiheit bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem, dass den Bürgerinnen und Bürgern durch Artikel 10 unseres Grundgesetzes verbriefte Recht auf eine unkontrollierte Telekommunikation. Dazu gehören natürlich nicht nur die Inhalte der Gespräche, darum geht es bei der Vorratsdatenspeicherung auch gar nicht, sondern es geht darum, und das ist auch grundgesetzlich geschützt, die bloße Information darüber, wer wann mit wem telefoniert, soll zunächst grundsätzlich keinem anderen etwas angehen. Das Grundgesetz, das einerseits diese Unverletzlichkeit des Fernmeldegeheimnisses verbürgt, sieht andererseits aber auch ausdrücklich vor, dass gerade dieser Artikel auch aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden darf. Und das führt eben genau zur Kehrseite dieser Medaille, nämlich zu der Frage, welche berechtigten Gründe gibt es, eine solche Beschränkung von Artikel 10 unseres Grundgesetzes vornehmen zu dürfen? Oder lassen Sie es mich anders formulieren, wie viel Sicherheit muss gefährdet sein, damit die Freiheit begrenzt werden darf? Das Bundesverfassungsgericht betont in ständiger Rechtsprechung nicht nur die Freiheitsrechte des Einzelnen, sondern auch das unabweisbare Bedürfnis nach einer wirksamen Strafverfolgung sowie das überragende Interesse des Gemeinwohls an einer möglichst umfassenden Aufklärung und Verhinderung schwerster Straftaten. Und deswegen sind Freiheit und Sicherheit
keine Gegensätze, die sich gegeneinander ausschließen. Sie bilden gemeinsam das Fundament unseres Rechtsstaats. Und genau dieser Balance zwischen Freiheit auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite gilt es hier gerecht zu werden. Lassen Sie uns doch mal einen Blick auf die derzeitige Rechtslage werfen. Bereits heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, können ohne die vorgeschlagene Neuregelung schon Verkehrsdaten erhoben werden. In Nordrhein-Westfalen geschah das im vergangenen Jahr bei etwa rund 1.500 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten von erheblicher Bedeutung. Das ist in dieser Debatte, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Darüber hat sich bislang keiner von der FDP oder den Piraten aufgeregt. Der Schutz der Telekommunikation vieler Bürgerinnen und Bürger ist durch die Neuregelung demnächst deutlich verbessert. Das muss man einräumen, auch wenn man sonst vielleicht kritisch dem Vorhaben gegenübersteht. Die Erhebung nach geltendem Recht bezieht nämlich sämtliche Verbindungs- und Standortdaten, die bei Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden, jetzt schon mit ein. Dort werden sie gespeichert, anders mit völlig unterschiedlichen Fristen, sodass bereits es jetzt Sinn macht, hier mal eine einheitliche Struktur zu schaffen. Denn derzeit löschen einige Telekommunikationsanbieter die Verkehrsdaten sofort oder nach kurzer Frist, während andere die Verkehrsdaten schon heute über Monate oder gar unbefristet speichern und damit auf der Grundlage des geltenden Rechts den Zugriff der Sicherheitsbehörden ermöglichen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung schafft in diesem Punkt erstmals eine klare Verbesserung, indem er Höchstspeicherfristen definiert, während es früher nur Mindestspeicherfristen gab. Auch ist erstmals geregelt, was nach Ablauf dieser Fristen mit den Daten zu geschehen hat. Sie sind nämlich zu löschen und Verstöße hiergegen können endlich demnächst sanktioniert werden. Dieser Regelung wird für alle Beteiligten und Betroffenen Rechtssicherheit geschaffen und auch ein effektiver Rechtsschutz eröffnet. Aber wie verhält es sich nun mit den Mindestspeicherfristen? Sie betragen in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 4 Wochen bei den besonders sensiblen Standortdaten und 10 Wochen bei den Verbindungsdaten, die beim Telefon- oder Webverkehr entstehen. Das sind mit Abstand die mindesten Speicherfristen in Europa. Früher bei der für verfassungswidrig erklärten Regelung betrug diese Mindestspeicherfrist ohne Unterschied 6 Monate, also 6 bzw. 2,5 Mal so viel. In anderen europäischen Ländern liegen die Fristen schon heute bereits bei teilweise bis zu 2 Jahren. Und gleichwohl, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es richtig, dass auch die kurzen Mindestspeicherfristen in erheblicher Weise grundrechtsrelevant sind. Und es ist kein Geheimnis, dass ich diesem Aspekt eine überragende Bedeutung beimesse. Die Landesregierung hat daher auch einer Vorratsdatenspeicherung nach altem Muster stets eine Absage erteilt. Und es ist mir deshalb auch wichtig, auf die erheblichen Unterschiede hinzuweisen, die zwischen der alten Regelung und dem neuen Vorschlag bestehen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht für den Zugriff der Sicherheitsbehörden anders als früher einen Straftatenkatalog vor, der ausnahmslos schwere Straftaten beinhaltet. Es ist ferner vorgesehen, dass die Daten von Berufsgeheimnisträgern, also etwa von Geistlichen, Ärzten, Abgeordneten und Journalisten, durch ein Verwertungsverbot geschützt sind. Sicherlich wäre gerade in diesem sehr sensiblen Bereich es wünschenswerter gewesen, hier schon ein Speicherverbot zu schaffen, was aber ganz offensichtlich technisch auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist auch geregelt, dass Zufallsfunde gerade nicht verwertet werden dürfen. Und deswegen bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung erstmals hohe Sicherheitsanforderungen an die Speicherung der Daten stellt und den Zugriff der Sicherheitsbehörden unter einem uneingeschränkten Richtervorbehalt stellt. Selbst die Alttätigkeiten, die Altkompetenz der Staatsanwaltschaft besteht in diesem Bereich nicht. All das zeigt, dass, glaube ich, in einem sehr schwierigen, harten Ringen versucht worden ist, hier mit Augenmaß die verschiedenen Interessenlagen auszuloten. Und dieser Gesetzentwurf entspricht gerade nicht den Hardliner-Vorstellungen einiger Sicherheitspolitiker der CDU. Und dabei möchte ich auch deutlich betonen, dass selbstverständlich die Vorratsdatenspeicherung natürlich kein Allheilmittel ist zur Verhinderung von Straftaten. Selbst im Bereich der Aufklärung von Straftaten wird sie, wenn, dann nur im geringen Umfange Erfolg versprechen können. Das hat leider auch das schreckliche Attentat zu Anfang des Jahres in Paris auf das Satire-Magazin gezeigt.
Deswegen wird sich zeigen, ob die neue Regelung vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof Bestand haben wird. Für eine diesbezügliche Prognose ist es viel zu früh. Wir wissen noch nicht mal, in welcher letztendlichen Fassung dann dieser Gesetzentwurf überhaupt im Deutschen Bundestag verabschiedet wird. Es gilt, meine Damen und Herren, Antworten auf die vorgetragenen Bedenken zu finden, damit die unterschiedlichen Ansprüche vernünftig ausgeglichen werden können. Und dazu gehört natürlich auch ein intensiver Prozess der Meinungsbildung. Das ist ein dynamischer Prozess. Es gehört dazu ein Geben und Nehmen, wie dies in einer großen Koalition auf Bundesebene auch immer nötig ist. Ich darf abschließend festhalten, dass meine Partei bundesweit die einzige war, die mit sich gerungen hat, die sich mit diesem Thema überhaupt sachgerecht auseinandergesetzt hat. Die Union war uneingeschränkt für die Vorratsdatenspeicherung, andere Parteien kategorisch dagegen, ohne überhaupt die bestehenden Defizite, die ich eingangs genannt habe, zu berücksichtigen. Es ist daher der SPD zu verdanken, dass die schlimmsten Überlegungen der Union bei diesem Interessenausgleich verhindert werden konnten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Kutschaty. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Golland. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kutschaty, das war ein beeindruckendes rechtswissenschaftliches Seminar, aber keine politisch klare Aussage Ihrer Regierung, wie Sie jetzt zur Vorratsdatenspeicherung stehen. Die Position von FDP und Piraten sind dagegen glasklar, Ihre Position aber immer noch völlig unklar. Und auch die Position der Ministerpräsidentin. Frau Kraft, ich frage Sie, wie haben Sie denn auf dem SPD-Parteitagskonvent abgestimmt? Stehen Sie doch mal dazu. Wie haben Sie denn abgestimmt? Nachdem das Wohl und Wehe des Bundesvorsitzenden der SPD auf dem Spiel stand, der eigenmächtig der Partei verordnet hat, die Vorratsdatenspeicherung nun doch einzuführen, meine Damen und Herren. Weil der Justizminister, wie er es im Lande auch tut, der Justizminister auf Bundesebene sich eben nicht dazu durchringen kann, dieses wichtige sicherheitspolitische Instrument endlich einzuführen, muss der Bundesvorsitzende der SPD einschreiten und muss es vorgeben und kämpft auf dem Parteitagskonvent um eine knappe Mehrheit von 56%, meine Damen und Herren. Das zeigt die Zerrissenheit der SPD und die Zerrissenheit in dieser Frage, meine Damen und Herren. Auch innerhalb der Regierungskoalition zeigt sich ja hier an dieser Rede ganz, ganz deutlich. Im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung werden die Daten im Übrigen nicht von staatlichen Stellen gespeichert, sondern von privaten Telekommunikationsunternehmen, bei denen sie ohnehin anfallen. Die Unternehmen werden lediglich dazu verpflichtet, die Daten für die Dauer von 10 Wochen aufzubewahren, damit die Sicherheitsbehörden beim Verdacht schwerster Straftaten, zum Beispiel bei Kinderpornografie oder Terroranschlägen, und erst nach richterlicher Anordnung darauf zugegriffen werden darf. Das ist doch einem Rechtsstaat angemessen. Dieser Zugriff bezieht sich ausdrücklich nicht auf Kommunikationsinhalte, wie uns gerne weiß gemacht wird, sondern lediglich auf Verbindungsdaten, also die Frage, wer wann mit wem von welchem Internet- oder Telefonanschluss aus kommuniziert hat. Und erinnern Sie sich mal, bevor es überall diese Flatrates gab, die wir jetzt ja alle gerne nutzen, gab es den Einzelverbindungsnachweis der Deutschen Telekom. Den Einzelverbindungsnachweis, da konnten Sie sehen auf Ihrer Rechnung, mit wem Sie telefoniert haben. Diese Daten sind auch vorher schon angefordert worden, und da hat sich niemand drüber aufgeregt. Die Gegner einer Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung übersehen leider auch vollständig, dass dadurch letztlich für alle Beteiligten Rechtssicherheit geschaffen wird. Das derzeitige Fehlen einer entsprechenden gesetzlichen Regelung hat nämlich fatale Auswirkungen. Aktuell entscheiden allein die Provider darüber, wie lange sie die Verbindungsdaten aufbewahren, zum Beispiel 7 Tage, 7 Wochen, 7 Monate, 7 Jahre, was auch immer. Auch wo sie diese Daten speichern, meine Damen und Herren, also zum Beispiel auf einem Server in Deutschland, in China, in Russland, in den USA oder auf den Bahamas, natürlich mit den entsprechend dort gültigen Datenschutzniveaus. Ob und unter welchen Voraussetzungen sie diese Daten gegebenenfalls den Strafverfolgungsbehörden überlassen, ist gar nicht geregelt, möglicherweise ohne Richtervorbehalt. Diese Unsicherheiten können wir nicht weiterhin zulassen. Deswegen brauchen wir endlich dieses Bundesgesetz, wie es jetzt vorgeschlagen worden ist.
Es ist im Übrigen ein Märchen. Es ist ein Märchen, dass das Bundesverfassungsgericht und der EuGH die Vorratsdatenspeicherung pauschal als unzulässigen Grundrechtseingriff eingestuft haben. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat 2010 nur die konkrete Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung im deutschen Telekommunikationsgesetz als unverhältnismäßig angesehen und höhere Hürden für den Zugriff auf die Daten gefordert. Der EuGH hat 2014 dann die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wegen Verstoßes gegen die EU-Grundrechtecharta für ungültig erklärt. Beide Gerichte haben aber ausdrücklich festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich ein legitimes Mittel darstellt, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Dass infolge der fehlenden Möglichkeiten zur Vorratsdatenspeicherung in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ein Ermittlungsvakuum im Bereich der Schwerstkriminalität entstanden ist, hat die Gewerkschaft der Polizei unlängst eindrucksvoll mit Zahlen untermauert. Demnach konnten in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2013 bei insgesamt 348 Strafverfahren, die im Bereich der Internetkriminalität eingeleitet wurden, die Täter mangels Vorratsdatenspeicherung nicht ermittelt werden. Etwa ein Viertel der Verfahren im Bereich der Kinderpornografie, meine Damen und Herren, 268 von 1020, seien aus diesem Grund ohne Erfolg geblieben. Das muss man sich mal vorstellen, in so einem widerwärtigen Bereich wie Kinderpornografie. Der GdB-Landesvorsitzende Arnold Plickert bezeichnete es in diesem Zusammenhang als Skandal, dass Hunderte von Straftätern, die Kinderpornos aus dem Internet herunterladen, nur deshalb straffrei bleiben, weil die Polizei nicht auf ihre Verbindungsdaten zurückgreifen darf. Was sagen Sie jetzt dazu? Sogar die Aufklärung von Mordtaten werde durch die fehlende Möglichkeit zur Vorratsdatenspeicherung erschwert. Siehe eine Pressemitteilung der GdP NRW vom 9.01.2014. Das kann man, wie Piraten, Grüne und Linke und Teile der SPD natürlich hinnehmen, meine Damen und Herren. Das kann man hinnehmen, wenn man meint, dass dieser Staat mit diesen Informationen Schindluder treiben würde. Aber wir leben hier in einem Rechtsstaat. Und da muss es möglich sein, dass auch Telekommunikationsunternehmen dazu verpflichtet werden können, Daten, die sie bis vor kurzem zu Abrechnungszwecken ohnehin gespeichert haben, eine gewisse Zeit vorzuhalten, um damit schwerste Kriminalität zu bekämpfen. Die Perversion des Datenschutzes wird im Übrigen von diesem Spektrum eigentlich nur noch durch das Schweigen zu Facebook übertroffen. Was sagen Sie denn dazu? Hier zeigt sich ein wirklich tragisches Missverständnis der aktuellen Sicherheits- und auch der Rechtspolitik. Die neuen Geschäftsbedingungen von Facebook, nutzen Sie wahrscheinlich auch, sind neben dem Gebaren von Google vermutlich die größte anlasslose Datenspeicherung aller Zeiten. Gegen diese Überwachung ist die Vorratsdatenspeicherung ein Witz. Hierzu hört man von den Gegnern der Vorratsdatenspeicherung aber so gut wie nichts. Da hört man nichts von ihnen. Sie nutzen es mit. Meine Damen und Herren, während Gabriel auf dem Parteitag seinen Kopf gerade noch so gerettet hat und die SPD gezwungen hat, das mitzutragen, geht unser Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach vorne. Er sagt auch eindeutig, die geplante Vorratsdatenspeicherung und eine bessere polizeiliche Vernetzung bekämpft auch den Einbruchdiebstahl. Das war lange ein Delikt, der lokal verfolgt worden ist. Und ja, werten Sie das ruhig mal ab. Einbruchdiebstahl ist ein schweres Verbrechen. Und mit 53.000 Straftaten in Nordrhein-Westfalen sind wir hier an der Spitze aller Bundesländer. Auch dagegen kann man Vorratsdatenspeicherung einsetzen. Wir müssen Zusammenhänge erkennen, meine Damen und Herren. Während Sie alles andere als dienlich sind, was das Thema Sicherheit angeht, sagen wir als CDU, ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Wir wollen die Freiheit verteidigen, aber eben weil wir auch wollen, dass unsere Bürger sicher leben. Und deswegen stehen wir zu unserem Bundesinnenminister, wir stehen zu diesem Gesetz und wir glauben und wir wissen, dass dieses Gesetz der Strafverfolgung in Deutschland einen Dienst erweisen wird, dass unser Land sicher wird, ohne unfrei zu werden. Wir stehen für Freiheit und wir stehen für Sicherheit, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Kaufkes. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es kommt nicht oft vor, aber manchmal vermisse ich bei der CDU sogar den Herrn Laschet, wenn ich mir die Wortbeiträge zum Thema anhöre, die bis jetzt hier gelaufen sind. Lieber Kollege Golland, schneidige Haltung ersetzt keine inhaltliche Befassung mit irgendwelchen Themen. Es
freut uns, dass Sie sich intensiv mit dem Parteikonvent der SPD auseinandergesetzt haben. Da können Sie eine Menge lernen, insbesondere Sie. Wir haben auch eine Reihe anderer interessanter Themen angesprochen, Öffnung der Ehe, Beendigung von Lohndiskriminierung bei Frauen oder die Stärkung des BND-Kontrollgremiums. Wenn sich Ihr Jubel über unsere Beschlüsse auf diese Punkte auch noch erstrecken würde, würden wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns sicherlich über Ihr Lob dann freuen können. Aber wir reden jetzt hier und heute über die Einführung einer Speicherpflicht und die Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten im Einklang mit Datenschutz und Grundrechten. Eine ganze Reihe von Wortbeiträgen. Ich nehme hier ganz bewusst die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90, den Grünen, meinen Fraktionsvorsitzenden und den Justizminister aus, haben gezeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich weder mit den zugrunde liegenden Urteilen noch mit dem Entwurf des Bundesjustizministers inhaltlich beschäftigt, sonst würde nämlich dem ein oder anderen, der hier eben den Jubel ausgerufen hat, der Jubel im Halse stecken bleiben, um mit Herbert Wehner zu sprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Ihr Lob trifft uns in keiner Weise. Wir haben in unserem Beschluss festgelegt, Freiheit ist einer der Grundwerte der Sozialdemokratie. Freiheit bedeutet die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben, sich nach seinen Fähigkeiten zu entfalten und gleichberechtigt an Gesellschaft und Politik teilzuhaben. Jeder Mensch muss deshalb frei sein von entwürdigenden Abhängigkeiten. Er muss frei sein von Not und Furcht. Freiheit verlangt immer auch schwierige Abwägungsprozesse und Entscheidungen, gerade wenn es darum geht, das Recht von Opfern schwerer Straftaten zu schützen und die Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und sexuelle Selbstbestimmung in Einklang zu bringen mit den Persönlichkeitsrechten und dem Datenschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier einen Abwägungsprozess, und ich räume für mich persönlich ein und bin sehr froh darüber, dass mein Fraktionsvorsitzender klargestellt hat, dass die offene Diskussion innerhalb meiner Partei nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist und wir durch kritische Haltung an der Stelle auch zu vielem beigetragen haben, was den Gesetzentwurf verbessert hat. Und trotzdem räume ich hier an dieser Stelle für mich persönlich ein, ja, beim Abwägungsprozess, ob der staatliche Zugriff auf anderslos gespeicherte Verkehrsdaten und der damit einhergehende Eingriff in die individuellen Grundrechte eines jeden Einzelnen verhältnismäßig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin da nach wie vor skeptisch und finde auch viele Dinge im Bereich der Entscheidung, insbesondere des EuGH, nach wie vor für erwägenswert bei der Beurteilung. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer vor dem Hintergrund der sich aufwerfenden Fragen hier Abwägung, lieber Kollege Lürbke, als Eiertanz beschreibt, der zeigt, dass er seiner Aufgabe als verantwortlicher Politiker nicht gewachsen ist. Denn eine Abwägung zwischen den unterschiedlichen Interessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist kein Eiertanz, sondern für jeden verantwortlich Handelnden eine Pflichtaufgabe. Ja, wir haben gestritten, debattiert und wir haben entschieden. Und ich respektiere im Gegensatz zu anderen dann auch diejenigen, die bei dem Abwägungsprozess mehrheitlich zu einer anderen Entscheidung gekommen sind als ich. Und es ist unanständig, dann denjenigen den Anstand abzusprechen, die, Kollege Lürbke, Sie haben das eben wörtlich gemacht, eben zu anderen Entscheidungen gekommen sind. Weil, und da bin ich dem Kollegen Bolte ausgesprochen dankbar, jemand, der seinerzeit hier in Regierungsverantwortung Online-Durchsuchung versucht hat einzuführen, der darf sich bei diesen Stellen nicht belehren für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dann aufführen. Und wenn jetzt der Bundesinnenminister, und auch da kann ich nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, da befindet er sich nicht im Einklang mit dem, was in dem Gesetzentwurf steht, wenn der Bundesinnenminister jetzt Eigentumsdelikte mit wesentlich geringerer Strafandrohung zum Zweck auch heranziehen will, dann ist das nicht nur mit diesem Gesetzentwurf nicht vereinbar, dann ist das grober Unfug und ist eine ideologische Überhöhung
der Position und zeigt, dass es Ihnen doch da gar nicht um schutzwürdige Interessenabwägung geht. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, geht es an der Stelle um Symbolpolitik. Und wenn es um die Rechte von Menschen geht, finde ich, ist Symbolpolitik eine ausgesprochen schwierige Veranstaltung. Lassen Sie mich an der Stelle dann noch darauf hinweisen, dass wir, und ich empfinde das als Lob, von netzpolitik.org dafür gelobt worden sind als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass wir uns differenzierter mit dem Thema beschäftigt haben als viele andere. Zumindest als diejenigen, die in Berlin auch an dem Thema dann großes Interesse gezeigt haben und parteipolitische Spielchen. Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Gibt es jetzt Streit in der Koalition, womöglich sogar in der SPD? Die nutzen niemandem und zeigen nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es hier gar nicht um die Sache geht. Sie versuchen hier einen billigen Anlass zu suchen für parteipolitisches kleines Karo. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diejenigen, die sich jetzt freuen, die will ich dann auch noch auf eine Stimme, ist nicht meine Meinung, auf eine Stimme hinweisen, die da auch im, ich sag mal, Zuge der Beratungen laut geworden ist. Der Deutsche Richterbund kritisiert, und zwar uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür, dass das alles nicht weit genug geht, dass das nicht intensiv genug ist und dass selbst die ursprüngliche Version der Vorratsdatenspeicherung noch nicht genug gewesen wäre. Ich bitte, das lesen Sie sich das mal durch. Das zeigt doch, wenn man Kritik von allen Seiten bekommt, dass man zumindest versucht hat, einen Abwägungsprozess vorzunehmen. Und auf diesen Prozess bin ich stolz. Wenn die einen sagen, das geht uns entschieden zu weit, und die anderen sagen, das reicht bei weitem nicht aus, zeigt es, dass zumindest eine differenzierte Betrachtung in der Angelegenheit angemessen ist. Lassen Sie mich ein letztes Wort zum Antrag der Piraten sagen. Sie haben an der Stelle versucht, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hier auch zur eigenen Profilierung auf die Tagesordnung zu bringen. Nur wir können hier die Luft anhalten, wir können Ja sagen oder Nein sagen. Das, was Sie mit dem Antrag erreichen wollen, erreicht man hier auf keinen Fall. Und insoweit können Sie nicht von uns erwarten, dass wir Ihre Spielchen mitmachen. Ich darf Ihnen eins versichern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt dann für alle anderen Fraktionen in diesem Haus. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, haben Ihnen hier nichts zu beweisen. Wir haben das in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft bewiesen. Wir wissen, den Wert der Freiheit zu schätzen. Wir setzen uns für die Freiheit ein und wir achten die Freiheit eines jeden Menschen in unserem Staate hoch. Und deshalb verbitten wir uns Belehrungen in dieser Sache von jeder Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Wedel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ministerpräsidentin, diese Rede hätten Sie Ihrem Justizminister ersparen sollen. Anstatt auf ein vorbestelltes Feld zu hoffen, hätten Sie hier ruhig direkt in die erste Runde reingehen sollen. Und Herr Justizminister Kutschaty, Sie hätten sich besser den Schluss Ihrer Rede gespart. Denn zu behaupten, dass einzig die SPD die Partei oder eine Partei sei, die sich mit dem Thema Vorratsdatenspeicher und den entsprechenden Abwägungen auseinandergesetzt hat, ist geradezu lächerlich. Meine Damen und Herren, Herr Minister Kutschaty, Sie haben es ja auch sehr, sehr sorgfältig vermieden, hier sich in irgendeiner Weise festzulegen, ob Sie jetzt nun den Gesetzentwurf für verfassungs- und europarechtswidrig halten oder nicht. Und das ist ja doch schon sehr bezeichnend, weil Sie da offensichtlich noch zu keiner Meinung sich durchgerungen haben, obwohl Sie ja tatsächlich eine haben, wo ich dann noch gleich später darauf zurückkomme. Und Herr Kollege Bolte, überall da, wo Sie die CDU angesprochen haben, hätten Sie genauso gut auch sich die SPD vorknöpfen können. Das hätte mindestens genauso gepasst. Meine Damen und Herren, wer eine Law-and-Order-Politik propagiert, von dem sollte man erwarten können, dass er sich selbst strikt an geltendes Recht hält. Gefährdern und Rechtsbrechern begegnet man nicht, indem man selbst als Gesetzgeber Recht bricht oder Grundrechte gefährdet. Was sollte zur Terrorabwehr oder Verbrechensbekämpfung nicht schon alles legitim sein? Der Abschuss von Unschuldigen in Passagierflugzeugen, der Einsatz der Bundeswehr im Inneren, die Nutzung von Mautdaten und so weiter.
Wir sind der Überzeugung, dass die Einhaltung der Verfassung und die Wahrung der Freiheit in der realen und in der digitalen Welt hohe Güter sind. Etwa in den einschlägigen Paragraphen der Strafprozessordnung oder des Verfassungsschutzgesetzes NRW finden Sie umfassende Eingriffs- und Überwachungsbefugnisse für die Sicherheitsbehörden, etwa zur Informationsbeschaffung mit nachrichtendienstlichen Mitteln, wie die anlassbezogene Vorratsdatenspeicherung inklusive der rechtsstaatlich notwendigen Vorgaben und Schranken. Das soll aber nicht ausreichen. Gewünscht ist das anlasslose Speichern der Daten und die Sicherstellung, dass diese nicht durch den Nutzer gelöscht werden können, bevor die Behörden zugreifen. Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ermöglicht indes die Rekonstruierbarkeit praktisch aller Aktivitäten der Bürger, einschließlich der Möglichkeit, nachträglich detaillierte Verhaltens- und Bewegungsprofile erstellen zu können. Dass dies durch den Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist, kann da nicht beruhigen. So führte die Landesregierung in Vorlage 16/2518 bezüglich der Mautdaten noch aus, ich jetzt zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, es kann auch ein Missbrauch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Landesregierung ist sich der Gefahr des Missbrauchs der erhobenen Daten bewusst. Das gilt für die Vorratsdatenspeicherung natürlich genauso, ebenso wie die Gefahr durch Hacker und ausländische Geheimdienste. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist kein Mittel, um präventiv Anschläge auf unsere Bürger zu verhindern. Das sahen auch der Bundesjustizminister und Justizminister Kutschaty so. Sie stellt vielmehr eine abzulehnende anlasslose Überwachung aller Bürger dar. Auch aus Kreisen der EU-Kommission verlautet bislang, es werde kein neuer Vorschlag vorbereitet. Eine schrankenlose Speicherung von Daten der Bürger ist mit dem Grundgesetz und dem europäischen Recht nicht vereinbar. Jede anlasslose Speicherung von Daten der Bürger birgt die Gefahr eines unverhältnismäßigen Eingriffs in ihre Grundrechte, wie dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Schutz personenbezogener Daten. Meine Damen und Herren, im Landtagsplenum am 30. Januar 2015 führte Justizminister Kutschaty zutreffend aus, ich zitiere, es ist jedoch falsch, meine Damen und Herren, jetzt reflexartig und ohne genaue Analyse der Angriffe in Paris eine anlasslose und voraussetzungslose Speicherung aller Telekommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger zu fordern. Denn die Wirksamkeit, meine Damen und Herren, steht durchaus in Frage. Schließlich ist gerade bereits gesagt worden, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung die Anschläge in Paris nicht verhindern konnte und sie hat auch nicht dazu beigetragen, die Täter zu fassen. Wer so etwas fordert, muss sich natürlich genau die rechtlichen Grundlagen dazu anschauen, in welchem Spektrum, in welcher Bandbreite wir uns überhaupt bewegen können. Und weiter, bislang hat mir noch kein Innen- oder Sicherheitspolitiker eine gangbare Lösung aufgezeigt, wie das auch tatsächlich verfassungskonform funktionieren kann. Zitat Ende. Da hat er recht. Experten halten den vorliegenden Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags ist der Auffassung, er genüge in mehreren Punkten nicht den verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben. Sie beklagen neben defizitärer Information der Betroffenen genau wie die FDP den mangelnden Schutz der Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Abgeordnete, Anwälte oder Journalisten. Auch die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weist in einer Entschließung vom 9. Juni 2015 auf ihre erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf hin. Es wird also voraussichtlich wieder einmal den Gerichten obliegen, den Grundrechten der Bürger Geltung zu verschaffen. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Bayer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Kommunikationsnutzende, alle hier auch auf den Besucherterrassen. Was Hartz IV für den Sozialstaat war, ist die Vorratsdatenspeicherung für den Rechtsstaat. Eine Perversion und Umkehrung der Beweislast und die Einführung des Generalverdachts. Und Herr Kutschaty, nach Ihren eigenen früheren Maßstäben darf ich Sie jetzt wohl in der Steinzeit verorten. Sicherheit und Überwachung ergeben halt keine Freiheit, Herr Römer. Eingriffe und Grundrechte, Herr Römer, wollen Sie abgewogen haben. Also, die Durchsetzung der Maßnahme Vorratsdatenspeicherung wiegt demnach schwerer als die Freiheit?
Also eine Maßnahme, deren Wirkung bezüglich des vermeintlichen Ziels gar nichts bringt, also keine Verbrechen verhindert und selbst, laut Minister Kutschaty, nur in sehr geringem Umfang aufklärt. Also im Gegenteil, Sie verschwenden mit der Vorratsdatenspeicherung Ressourcen, die wir für echte Verbrechensverkämpfung verwenden könnten. Und dazu kommt auch noch das Missbrauchsrisiko der gesammelten Daten. Das ist wirklich erschreckend, wie wenig der SPD die Grundrechte an der Stelle wert sind, nach eigenen Aussagen. Falls Ihnen ideologisch der Blick auf die Kuriositäten der Vorratsdatenspeicherung versperrt ist, möchte ich es Ihnen einfach machen. Nehmen wir mal an, Freiheit und die Errungenschaften des Rechtsstaats würden uns nichts bedeuten und es ginge allein um die Erfolge für die Verbrechensaufklärung. Also von Bekämpfung sprechen wir gar nicht. Da muss ich Ihnen leider sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist die PKW-Maut der Verbrechensaufklärung. Wenig Nutzen, Holzhammer-Methode, bürokratisch, die geringen Effekte werden vom Bürokratieaufwand aufgezehrt, viel zu teuer für das, was bei rauskommt, viel zu teuer, gerade für NRW. Und das betrifft die Polizei, die öffentliche Hand, aber auch die Wirtschaft. Die gescheiterte Vorratsdatenspeicherung von 2007 hat der deutschen Wirtschaft Kosten in Höhe von bis zu 340 Millionen Euro verursacht, für die sie keine Erstattung bekommen hat. Und bei einem neuen Anlauf der Vorratsdatenspeicherung rechnet der Eco-Verband der deutschen Interwirtschaft mit 600 Millionen Euro Aufwendung auf die insgesamt 2500 Betriebe, die dazukommen. Auf NRW entfällt da ein Großteil, denn in NRW sitzt ein Großteil der betroffenen Firmen. Die gestiegenen Kosten ergeben sich aus den höheren Anforderungen und auch den gewachsenen Datenmengen. Denn auf die 2007 entworfene Technik kann man auch nicht mehr zurückgreifen. Also, wo ist der Ruf, zum Beispiel hier nach einem bundespolitischen Ausgleich der Kosten? Denn nordrhein-westfälische Bevölkerung und die Wirtschaft zahlen für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung und somit für ihre eigene Totalüberwachung und Datenzwangserfassung. Können wir in NRW was dagegen tun? Ja, denn NRW hat Gewicht und das geht auch mit einer SPD, da bin ich mir sicher. Ja, wir müssen halt damit arbeiten, was wir in NRW so haben. Aber schauen wir nach Kiel und Schleswig-Holstein, da setzt sich sogar der aktuelle Innenminister der SPD gegen die Vorratsdatenspeicherung ein. Ja, wir wissen, er hat sogar den Job deswegen. Der war dagegen, es geht also. Man kann nämlich auch in der SPD frei und aufrichtig entscheiden, zumindest in Kiel. Bis Kiel reicht der Einfluss von Sigmar Gabriel offensichtlich nicht. Und Sie, Frau Ministerpräsidentin Kraft und Minister Jäger, haben selbst dafür gekämpft, dass uns in Zukunft Bewegungsprofile angelegt werden. Und Sie haben dafür gekämpft, dass wir alle unter Generalverdacht stehen. Wieso stimmt die NRW-SPD da überhaupt zu? Das frage ich mich hier. Und dazu haben wir auch keine Antworten bekommen. Was hat die Delegierten dazu bewegt? Das Schauspiel von Sigmar Gabriel, der Covent, hätte noch eigene Evaluation durchgesetzt? Also erst Totalüberwachung, dann Nachdenken? Also, was haben die Menschen in NRW davon? Warum gibt es, Frau Kraft, Berichte, dass Delegierte unter Druck gesetzt wurden? Welchen Preis erzielen sie eigentlich für ihren persönlichen Einsatz, für den hemmungslosen Ausverkauf unserer persönlichen Freiheit, der überhaupt nicht verkäuflich sein sollte? Was ist der Deal? Geld fließt ja scheinbar nicht nach NRW. Also, wir haben heute noch keine plausiblen Argumente gehört, vielleicht bekommen wir sie ja noch. Sie nehmen den Ausverkauf der Bürgerrechte in Kauf. Ich kann nur spekulieren, dass die Gründe irgendwo zwischen unglücklichen Karriereplanungen und dem Verkauf der SPD an eine CDU-Holding liegen. So viel zur Relevanz, Herr Römer, gekippte Gewässer 2. Und naja, vielleicht zum Schluss ein Wort zur CDU. Herr Golland nannte da Beispiele von Facebook und Google und bezog dann, ja, da könnte man ja auch alle überwachen. Das ist so viel, wie wenn man sagt, viele Menschen rauchen ja freiwillig. Welches Recht leiten wir da dem Staat aus ab? Irgendwie Chemtrails oder so? Im Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen ja, die Bevölkerung vor Feinstaub und Luftverschmutzung zu schützen. Derzeit scheint der Weg nach Karlsruhe vorgezeichnet. Die Vorratsdatenspeicherung war vor einigen Jahren bereits ein glatter Verfassungsbruch und wird auch diesmal scheitern. Besser wäre allerdings, wir bringen das jetzt hier gleich zum Scheitern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerpräsidentin Kraft. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Debatte ging es an wenigen Stellen wirklich um die Inhalte von Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, das war auch nicht beabsichtigt. Das müssen wir vielleicht denen, die zuhören und zusehen, auch erläutern.
Der Antrag zur Aktuellen Stunde bezieht sich auf die Debatte und die Entscheidung eines SPD-Bundeskonventes. Finde ich erstmal überraschend. Warum ist das so? Das einzige Ziel dieser Aktuellen Stunde ist aus meiner Sicht, hier ein Schauspiel aufzuführen, um SPD und Grüne zu spalten. Und ich sage Ihnen hier in aller Deutlichkeit, wir halten das aus, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Wir sind nämlich nicht eine Partei, wir sind zwei Parteien und wir wägen in unseren Reihen jeweils unsere Positionen sehr sorgfältig ab. Da geht es übrigens, das haben Sie doch in der Vergangenheit auch ausgehalten. Also stellen Sie sich doch nicht auf so ein hohes Ross. Ich meine, Sie müssten sich doch noch alle daran erinnern, dass Sie mittragen mussten, das Betreuungsgeld, was Sie nicht geliebt haben, oder Sie, haben Sie nicht mitgetragen. Ach so, ja. Und die Mövenpick-Steuer musste die CDU sich mitverhaften lassen. Also es gibt immer unterschiedliche inhaltliche Positionen und ich möchte das nur sagen, das gehört zur Demokratie dazu. Wenn man in eine Koalition geht, dann entbindet man sich nicht davon, jeweils die eigene Position 100% zu verlassen. Dafür, das geht auch in einer Koalition, weil in einer Koalition es dafür Regeln gibt, wenn die Parteien unterschiedliche Positionen haben. Ein Großteil davon ist im Koalitionsvertrag sozusagen vorbesprochen. Und wenn das nicht der Fall, gibt es dafür klare Regelungen. In diesem Fall wird es darum gehen, um das Verhalten im Bundesrat. Und dann gibt es dazu auch klare Regeln. Und wir halten das aus. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich mich eigentlich noch mal gemeldet habe. Sie sprechen hier, und insbesondere Sie, mit Ihren sehr vehementen Zwischenrufen, lieber Kollege, von Eingriffen in die Grundrechte. Und Sie tun so, als würde sich das hier jeder in diesem Hause, der nicht Ihrer, lassen Sie mich da ausreden, Sie können ja gerne sich zu Wort melden, jeder, der nicht Ihrer Position ist, der würde das nicht abwägen. Und das bitte, ich glaube, wir haben alle eine sehr starke demokratische Bindung. Und deshalb möchte ich niemanden in diesem Hause absprechen, dass er nicht einen Abwägungsprozess vollzieht. Das ist sinnvoll und richtig. Aber es kann nicht sein, dass jemand, der gegen etwas ist, automatisch die Wahrheit auf seiner Seite hat. Das akzeptiere ich als Demokratin nicht, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Ich respektiere jeden, der für sich entscheidet, jede Fraktion und jede Partei, die sich für sich entscheidet, nach sachlicher, intensiver Debatte. Und die haben wir in der SPD vollzogen, in der Tat. Übrigens, wir treffen unsere Entscheidung, lieber Herr Bayer, nach sachlicher Abwägung. Da geht es nicht darum, nur einfach Sprüche in die Welt zu setzen, sondern wir gehen in die Inhalte rein. Zum Teil war es, ja wirklich, da waren es auch Fachthemen, die eine Rolle gespielt haben. Wie weit geht welcher Eingriff? Was bedeutet welche Stelle in diesem Gesetzentwurf? Und was dann nach guter und nach lebhafter Diskussion entschieden worden ist, ich sage Ihnen auch hier, da hat sich niemand das leicht gemacht, eine solche Entscheidung zu treffen. Und es gab Menschen, ja auch ich, die werben um ihre jeweilige Position. Auch das gehört in einer demokratischen Partei dazu. Aber was Sie hier unterstellen, und das finde ich, Sie nehmen bestimmte Punkte in einem Diskussionsprozess Vorratsdatenspeicherung, der über Jahre läuft, den wir ja auch schon mehrfach diskutiert haben. Und Sie tun so, als gäbe es keine Entwicklung in diesen Prozessen, als gäbe es keine Komplexität dahinter, als wären die Antworten einfacher. Nein, es gibt Prozesse. Wir haben die Entscheidung der EU gehabt. Wir haben übrigens, anders als immer behauptet wird, in der SPD vor diesem Konvent auf dem letzten Bundesparteitag eine Entscheidung, die keineswegs Vorratsdatenspeicherung verhindert. Keineswegs. Wir haben auch damals lange miteinander gerungen. Wir sind hier nicht umgefallen, wie ja von manchen auch aus diesem Haus behauptet wird. Nein, wir haben eine klare Position beibehalten, die nicht einfach ist und die wir uns auch nicht einfach machen. Ja, und dieser Prozess, dieses Abwägen von Eingriffen in Grundrechte, mit wie vielen Gesetzen greifen wir in Grundrechte ein? Wir müssen jedes Mal als verantwortungsvolle Politiker abwägen. Und wer die Wahrheit, die eine Wahrheit für sich undifferenziert reklamiert und gleichzeitig, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, gleichzeitig sich hier hinstellt und mit Mutmaßung, mit Hörensagen und mit Scheinrealität von Twitter-Splittern und von Geheimberichten agiert und das verwechselt mit richtigen Zitaten, der hat, glaube ich, auch einiges nicht verstanden, was Demokratie ausmacht in diesem Land.
Sie können nicht auf der einen Seite apodiktisch sich hier hinstellen als die Retter der Demokratie und der Grundrechte und auf der anderen Seite die Grundrechte anderer, nämlich darauf, vernünftig zitiert zu werden und dass die Wahrheit transportiert wird, die gleichzeitig missachten. Das war mir wichtig, weil das gehört zu einer Demokratie auch dazu. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Für die CDU-Fraktion hat sich noch einmal der Kollege Kruse gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege Kruse. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerpräsidentin, ich begrüße ausdrücklich, dass Sie in einer Kernfrage der inneren Sicherheit heute Morgen das Wort ergriffen haben. Das ist für mich neu. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass ich das letzte Mal, als ich Sie zu einem Themenfeld der inneren Sicherheit habe hören dürfen, das war Ihre Regierungserklärung von 2012. Damals ging es um Initiativen der Landesregierung, Thema Gewalt gegen Polizeibeamte. Und Sie hatten damals die Vorstellung, wir führen eine Woche des Respekts durch. Daraus ist nichts geworden. Wie gesagt, heute seit langer Zeit zu einer Kernfrage der inneren Sicherheit ergreifen Sie das Wort. Aber Sie haben die Antragsteller angeführt. Wir sagen als CDU-Antragsteller für diese Aktuelle Stunde, das, was der Parteikonvent der SPD am vergangenen Wochenende beschlossen hat, ist eine gute Stunde für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Und der Antrag der Piraten verdeutlicht, das Land muss Stellung beziehen. Zwar gegen die Vorratsdatenspeicherung, nicht dafür, aber immerhin, das Land muss Stellung beziehen. Und Frau Ministerpräsidentin, was Sie in Richtung der Piratenfraktion gesagt haben, unterstütze ich ausdrücklich. Das, was die Fraktion vorgetragen hat, ist nicht zu akzeptieren. Da sind wir ganz nah beieinander. Die Kritik an der Piratenargumentation findet uneingeschränkt unsere Unterstützung. Aber jetzt kommt es. Wir fordern Sie dazu auf, als Landesregierung, als Chefin des Kabinetts, als Nummer 1 des Landes Nordrhein-Westfalens das hat ja noch mal gut getan, dass Sie hier noch mal applaudieren konnten. Ja. Als Nummer 1 einer rot-grünen Chaostruppe, die sich Frau Ministerpräsidentin, und darum ging es heute Morgen. Sie lassen, also ich habe hohes Verständnis dafür, dass der Innenminister auf der Innenministerkonferenz das Land Nordrhein-Westfalen vertritt. Aber Herr Minister Kutschaty, weder das Mitglied Ihres Kabinetts, Herr Justizminister Kutschaty, noch Sie haben etwas zu den unterschiedlichen Darstellungen, zu den Veröffentlichungen des Ministers Jägers, des Ministers Kutschaty in den letzten Wochen etwas gesagt. Was ist Ihre Position als Landesregierung? Wie werden Sie sich in der parlamentarischen Debatte in den nächsten Monaten im Bundesrat verhalten? Werden Sie als Ministerpräsidentin klar Stellung beziehen, dass der Beschluss der SPD auch zum Tragen kommt im Bereich der inneren Sicherheit? Darum geht es. Es ging heute im Übrigen nicht um das Pro und Contra der Vorratsdatenspeicherung. Und ich darf noch einmal sagen, seit 2010 diskutieren wir dieses Thema, seit der Abschaffung damals durch die Gerichte. Und seit 2010 fordern alle Kriminalisten die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Es ist verdeutlicht worden, dass das sehr eingeschränkt und unter hohen Vorgaben zu erfolgen hat, wer Zugriff hat. Aber viel wichtiger ist noch einmal bei einem Kernthema der inneren Sicherheit, dass ich von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin Kraft, erwarte, dass Sie als Landesregierung mit einer Stimme sprechen und es nicht zulassen,
dass sich Minister Ihres Kabinetts unterschiedlich positionieren. Das ist schädlich, denn die Bürger haben auch einen Schutzanspruch in diesem Land, und dafür plädieren wir. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Herr Kollege Kruse, ich möchte in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass Sie Nummer eins des Landes Nordrhein-Westfalen, die Landtagspräsidentin ist, wenn ich zum Protokoll schaue. So. Wir sollten uns als Landtag nicht klein machen. Das ist meine Bitte. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Und wir kommen zur Abstimmung. Und wir sind am Schluss der Aussprache. Wir stimmen ab über den Eilantrag der Fraktion der Piraten. Über einen Eilantrag, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist direkt abzustimmen. Wir kommen deshalb zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags. Das ist die Drucksache 9060. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Dankeschön. Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, bei Zustimmung der Piraten und bei Enthaltung der FDP-Fraktion. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2.